Der Betrug wiegt sehr, sehr schwer und Herzog Thomas wird sich dafür revanchieren. Und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zurück hier bei Crusader Kings 3 mit Herzog Thomas von Krumperburg. Und wie gesagt, in der letzten Folge haben wir erfahren, dass unsere Gattin eine Affäre hatte mit unseren ehemaligen Lehnsherren. Ehemalig daher, weil wir ihn dafür gesorgt haben, dass er verschwunden ist. Beziehungsweise verschwunden ist falsch. Er ist gestorben durch eine aufgewiegelte Meute. Und wir haben jetzt hier schon den Plan angesetzt, dass jetzt unsere Frau dran ist. Und werden schauen, ob wir das umgesetzt bekommen. Genau, wir haben da schon zwei Agenten, die dazugekommen sind. Unsere Tante und unsere Schwester. Und ja, die Frage, die jetzt noch im Raum steht, ist jetzt, ob das eigentlich unsere Kinder sind oder eben nicht. Also das wird erstmal überhaupt keine Konsequenzen haben, allgemein, falls jetzt rauskommen sollte, dass irgendwie was wegen der Abstammung nicht stimmt. Es könnte nur zu Konsequenzen kommen, wenn das tatsächlich komplett öffentlich gemacht wird. Dann könnte sich das nochmal ändern. Aber sollten wir das beispielsweise herausfinden und wir veröffentlichen das nicht, dann dürfte das normalerweise keinerlei Konsequenzen haben. Dennoch wollen wir das jetzt erstmal als Herzog Thomas wissen. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, weil aktuell spielt das Leben ihm jetzt nicht gerade so freudig mit. Mal schauen, was das für Konsequenzen für ihn dann früher oder später haben wird. Wir werden erstmal weiterlaufen lassen und schauen, was passiert. Süßes Lächeln und kleine Lügen. Wie andere Kinder in seinem Alter auch, lügt mein Sohn und Erbe Thomas hin und wieder, um Grenzen auszutesten. Allerdings traut ihm das häufig niemand zu, da er sich immer so niedlich verhält. Und die Menschen verzeihen ihm stets, wenn er doch einmal ertappt wird. Ich frage mich wirklich, womit er wohl da so davonkommt. Ah, okay. Er ist also reizend. Okay. Kümmern wir uns jetzt um ihn? Nee. Aber das haben wir jetzt einfach so mitbekommen. Okay. Wir bekommen eine Ratseinladung von unserem neuen Lehnsherrn. Und zwar möchte er, dass wir Ratsspitzel werden. Eine Position, die wir nutzen könnten. Jetzt ist die Frage bezüglich Melancholie, ob das jetzt irgendwie das verhindert. Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Ratseinladung nehmen wir an, so quasi als dieses, es ist eine völlig normaler Teil unseres Lebens, um unsere Ziele, also diese Instandhaltung unseres Reiches, welche wir eigentlich ja nicht machen, aber eigentlich schon, ist ein bisschen verwirrend, dass wir das annehmen, um unsere Ziele weiterhin damit abzudecken, auch wenn wir im Zweifel dann das dann doch nicht machen. Genau. Deswegen nehmen wir das an. Seid gegrüßt, mein bescheidener Lehnsherr. Bei meiner Tätigkeit an eurem Hof konnte ich keine Geheimnisse entdecken, die Höfling Gertrude von euch haben könnte. Aha, wir könnten also wieder etwas fingieren. Dafür müssten wir Geld ausgeben, das werden wir nicht machen. Gertrude ist komplett irrelevant für uns, von daher ist das egal. Ich möchte noch anmerken, wir haben hier aktuell einen Krieg, den nicht wir führen, sondern unser Lehnsherrn. Und zwar hier der provinzialische De Jure-Krieg um die Grafschaft von Venassin, also Venassin, hier unten, also hier im Süden von Frankreich. Und die wollen hier unsere Provinz da haben. Das heißt, wir sind da nicht direkt dran beteiligt. Wir könnten einspringen und das verteidigen. Jetzt ist die Frage, also bei Krieg würde ich allgemein immer sagen, dass wir, außer wir sind feige, dass wir das wenigstens versuchen. Die Frage ist jetzt, wir haben ja eigentlich gar keine, kein, ja, kein, keine Verbindung zu diesem Ort, ob wir das dann trotzdem verteidigen werden. Gehört Graf Reinhard. Oh ja, hier unser. Ja, er und seine Tochter, ihr wisst ja. Die jetzt wieder schwanger ist. Okay. Wir könnten hier Truppen ausheben und dann das eben vernichten. Ich glaube, das machen wir, um das zu verteidigen. Ja, er hat auch aktuell gar keine Truppen. Das heißt, wir werden mal hier Kriegsbeitritt anbieten. Weil es geht ja hier um unsere Provinz. Ich denke, das zu verteidigen, das ist in Ordnung. Weil das nicht so eine Sache ist, wo sich irgendwie sowas von selbst loslöst. Genau.
würde sagen, wir werden hier einen Sammelpunkt hinpacken. Da. Und dann dort unsere Truppen ausheben. Und das da mal kurz machen. Ich glaube übrigens, aber da bin ich mir nicht sicher. Aktuell findet er ja nichts. Er kommt ja immer wieder, hey, ich könnte irgendwie was fingieren. Ich glaube, das könnte ein Zeichen dafür sein, dass es aktuell nichts zu finden gibt. Das heißt, das könnten tatsächlich unsere Kinder sein. Aber zu 100% gewiss können wir da nicht sein. So, lassen wir mal weiterlaufen. Warten, bis die Truppen sich hier gesammelt haben. Okay, er will dann auch direkt angreifen. Er haut jetzt ab. Okay. Ist fein. Wir selbst werden nicht kämpfen. Wir lassen hier Graf Hunfried das machen. Wir bewegen uns mal darüber und werden versuchen, da eine Schlacht zu schlagen. Aber vielleicht nicht hier über den Fluss angreifen. Das ist schlecht. Kriegen wir es nochmal abgebrochen? Ach, der läuft schon hier weg, oder was? Das ist ja praktisch. Nee, der ist von hier da rüber gelaufen. Das war der Punkt. Der ist nicht da direkt hingelaufen. Okay. Das heißt, wenn wir hier hingehen, das ist ja, glaube ich, zumindest Hügel, genau. Okay, wir haben ihn hier nicht mehr beeinflusst. Ach, wir versuchen sogar die Beziehung mit ihm hier zu verbessern. Ja, ich glaube, wir werden mal versuchen, hier mit unserem Lehnsherrn die Beziehungen zu verbessern. Ebenfalls unsere aktuelle Position zu halten. Wir könnten auch versuchen, hier zu belagern. Auch wenn in den Bergen stehen irgendwie ein bisschen angenehmer ist, aber wir werden das mal versuchen. Was hat der denn? Unnachgiebiger Verteidiger und überquert Gewässer ohne Vorteilsmalus. Okay, das ist auch gut. Der zieht jetzt nach Norden. Ja, wir belagern einfach das hier mal in 8 Monaten. Das sollte jetzt auch weniger das große Problem sein. Er wird wahrscheinlich versuchen, sich hier mit uns zu verbünden. Und dann könnte man versuchen, hier. Ja, okay, dauert 10 Monate, dauert nicht so lang. Keine Geheimnisse, aber wir könnten eins gegen unsere Ehefrau fingieren. Da wir das ja sowieso schon versuchen, irgendwie. Ja. Wie soll ich sagen, auf unsere Weise zu erledigen, brauchen wir das nicht zu machen. Warum da 50 Dukaten ausgeben? Die Frage ist, sind die denn überhaupt an unserem Hof? Die sind an unserem Hof. Genau, sind alle in Straßburg. Ist unsere Ehefrau in Straßburg? Befindet sich in der Lombardei. Das heißt, sie ist aktuell gar nicht da. Interessant. Das heißt, wir werden mal Geheimnisse aufspüren, hierhin verlagern, um zu schauen, ob wir da vielleicht was herausfinden. Eventuell. Mal schauen. Könnte sein, muss aber nicht. Das Ding ist in 7 Monaten fertig. Das ist weiterhin in 10 Monaten. Solange da kein Durchbruch kommt, dürfte sich das eigentlich ganz gut halten. Er macht das hier so lange. Okay, das dauert 12 Monate. Okay, ja, unsere Ehefrau hat sich hier ihre Werte verbessert, was für uns eigentlich komplett egal ist. Schaut mal an. Die Saftaniden haben sich hier niedergelassen. Also, beziehungsweise sind hier Italien weiter nach oben. Ja, mal schauen, wie sich das alles entwickeln wird. Eine Schlange bei Hofe. Ich begebe mich gerade in meine Gemächer, um ein wenig gesegneten Schlaf zu genießen, als ich ein leises Rascheln von einem der Fenster höre. Nur der Wind, denke ich bei mir. Denke ich mir, bis der Wind zu reden beginnt. Adina, so öffnet doch meine Sternschuppe. So öffnet doch meine Sternschnuppe. Ich bin es, Stefan. Ich stoße die Fensterläden auf und siehe da, da ist jemand zu dem Fenster von Adina hochgeklettert. Es ist Baron Stefan von Diekirch. Okay. Wir haben dann höchstwahrscheinlich eine Affäre. Sie ist irgendeine entfernte Verwandte von uns. Ja, ihr Urgroßvater. Ah. Ebenfalls Urgroßmutter. Also das ist ja auch unsere. Nee, das ist unsere Urgroßmutter. Oh, das ist unser Urgroßvater. Okay. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall die. Und das ist ihr Großvater quasi und Großmutter.
keine Ahnung, was für ein Verwandtschaftsverhältnis wir da stehen. Die hat aber auch sehr viele Ansprüche, wenn ich mir das anschaue, die aber alle demnächst verschwinden werden. Naja, ist eigentlich uns egal. Okay, also wir wissen das jetzt, dass sie da irgendwie eine Affäre haben. Wer ist das? Ein Vasall von König von Lothringen. Okay, das ist uns egal. Interessiert uns überhaupt nicht. Okay, 4 Monate und die haben das jetzt schon geschafft oder hauen die ab? Ne, die hauen ab. Okay. Die greifen wahrscheinlich die hier an. Die haben wahrscheinlich auch einen eigenen Krieg noch. Oh. Meine Tochter, wenn meine Gemahlin Herzogin Seeburg und ich über Hämmer reden, wirkt sie immer ein wenig distanziert. Anfangs dachte ich mir nichts dabei, doch langsam vermute ich, dass sie mir etwas verheimlicht. Ich stelle die Abstammung meines Kindes Hämmer nicht leichthin in Frage, doch an mir nagen Zweifel. Okay, unsere erste Tochter, unsere älteste Tochter. Wir werden sie darauf ansprechen. Mal schauen, ob wir eine Antwort bekommen. Ja, tatsächlich, die greifen sich jetzt gegenseitig an. Das ist gut. Unser Kind. Meine Gemahlin, Herzogin Seeburg, geht durch den Garten, doch dreht sich demonstrativ weg von mir, als ich winke. Mein anfänglicher Verdacht bezüglich der Abstammung von Hämmer hatte sich als unbegründet erwiesen, doch er wird mir so schnell nicht verziehen werden. Okay, wir könnten jetzt nochmal. Sie kann nichts vor mir verheimlichen. Wir werden da komplett hartnäckig bleiben, um das herauszufinden. Auch hier kann der nichts. Gräfin Hämmer. Warte mal, Gräfin Hämmer, das ist doch die Mutter von ihr, oder? Ja, genau, weil unsere Tochter ist ja nach ihr benannt worden. Aber auch hier bringt es uns überhaupt nichts, da irgendwie was zu fingieren. Es geht nicht um Fingieren, sondern darum, dass wir eventuell irgendwelche Geheimnisse finden. Okay, gut, dass die sich da kloppen, weil dann können wir das hier auf jeden Fall erstmal belagern. Meine Tochter. Obgleich sie Hämmer überall hingefolgt sind, fanden meine Spione keinerlei Hinweise darauf, dass ich an ihrer Herkunft zweifeln lassen sollte. Leider ist Hämmer immer noch wütend, weil ich einen derartigen Verdacht überhaupt erst gehegt habe. Okay, also ist sie doch mein Kind. Wir wissen also schon mal, Hämmer ist eindeutig unser Kind. Offensichtlich. Das heißt, jetzt liegt es an Ute und an Thomas. Aber vielleicht werden wir es nie wieder herausfinden. Die Zeit ist gekommen. Meine Agenten sind in Stellung. Einer von ihnen wird den Meuchler am Abend der Tat auszahlen. Ein weiterer sorgt dafür, dass die Mauer unbewacht ist. Ein dritter hinterlässt eine unauffällige Spur von Kerzen, die in ihr Gemach führen. Alles ist vorbereitet. Also wir könnten jetzt sagen, wartet, um vielleicht noch herauszufinden, was mit den anderen beiden Kindern ist. Die Frage ist, ob wir das überhaupt herausfinden. Ob wir das überhaupt triggern können. Oder ob die Ungewissheit vielleicht da besser ist. Wir wissen zumindest, dass unsere Tochter Hämmer, dass sie unser Kind ist. Man könnte eventuell, falls wir das jetzt machen, um eben das auszuschließen, also für ihn gedanklich, dass wir diese beiden Kinder enterben und dass sie dann unsere Erbin wird. Weil wir zumindest wissen, dass sie unser Kind ist. Sie ist aktuell herrisch, ehrgeizig und treuherzig. Auch interessant. Ich könnte mir das vorstellen. Ich werde mir das mal nochmal anschauen. Wir werden das nochmal hier bisschen verzögern. Und uns das hier mal zu Gemüte führen. Wir könnten ihn enterben. Dann kann er nichts mehr erben. Das heißt, er ist quasi ausgeschlossen von der Erbschaft. Ich weiß nicht, ob wir dann direkt eine zweite Person enterben könnten. Es kostet 150 Prestige und 75 Bekanntheit. Das ist kein Problem. Das sollte möglich sein. Und dann könnten wir mit Gewissheit sagen, dass unsere Tochter hier das erben wird. Die Frage.
was für ihn da wichtiger ist. Ich weiß nämlich nicht, ob wir es dann im Nachhinein noch herausfinden könnten, dass er oder sie unsere Kinder sind. Wie gesagt, an sich hat das eigentlich keine Nachteile. Also aus spielerischer Perspektive hat es eigentlich keine Nachteile, wenn wir später irgendwann herausfinden sollten, selbst wenn wir die Charakter spielen, dass eigentlich er nicht unser Vater ist oder so. Dann ist das immer nur so eine. Dann kriegt man die Eigenschaft, dass man eine. Wie heißt denn das? Eine unbekannte oder eine in Zweifel gezogene Herkunft hat oder irgendwie sonst was. Aber gedanklich ist das für ihn, glaube ich, die beste Variante. Ich glaube, das ist gar nicht mal so weit hergeholt. Bei ihr sind wir uns sicher. Wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen hier, bis wir das hier mal gemacht haben. Okay, das haben wir erobert. Wir haben Personen gefangen genommen. Um die kümmern wir uns später. Wir ziehen jetzt mal hier gen Norden. Und gucken, ob wir da irgendwie angreifen können. Die Provence, also diese Provinz haben wir ja schon belagert. Unser Onkel wurde gefangen genommen. Okay. Wir müssen aufpassen, da sind noch Truppen, die so, ja, feindlich sind. Das Abendmahl. Wie schmeckt euch der Eintopf? Zwischen den Gemüsestücken schwimmen fette Brocken Fleisch, deren zähe Oberfläche gesprenkelt ist von etwas, das wie kurzes und schütteres Fell aussieht. Auf die Frage nach den Zutaten lächelt mein Leibkoch Richara nur beschwichtigend. Mir begehrt es nur, euch aufzutischen. Okay. Richara Scharfenburg. Was denn? Wir haben zwei Möglichkeiten. Sie meint, dass sie mir etwas verschweigen kann. Die genauen Zutaten meiner Mahlzeit kümmern mich nicht. Ich habe irgendwie ein ganz ungutes Gefühl dabei. Dadurch, dass wir hinterlistig sind, müssten wir das in Zweifel ziehen. Gleichzeitig könnten wir aber auch, weil wir melancholisch sind, sagen, okay, ist egal. Ich habe was gegessen und das schmeckt gut. Könnte sein, dass wir vielleicht umgebracht werden oder sowas. Ich glaube, es ist egal. Ich glaube, wir kümmern uns nicht so sehr jetzt um das Essen. Also, und selbst wenn, dann gehen wir halt drauf. Die genauen Zutaten meiner Mahlzeiten kümmern mich nicht. Okay, jetzt müssen wir hier noch mal ein bisschen aufpassen. Ja, hier sind überall Berge. Das ist so ein bisschen problematisch. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwie hinterherkommen. Er wird uns nicht angreifen. Und wenn wir angreifen, haben wir erstmal einen Malus. Ja, wir haben hier erfahren, dass hier jemand eine Hexe ist. Okay. Da sind wieder solche Truppen. Das ist auch wieder sehr gefährlich. Was haben wir denn? Ist das immer noch das? Und was ist das hier? Savoyardischer Krieg um Grafschaft aus da. Okay, das ist uns egal. Da werden wir uns nicht dran beteiligen. Vielleicht können wir da angreifen. Ja. Okay, wir haben wieder die Möglichkeit. Ich werde es nochmal um 5 Monate hier nach hinten schieben und dann werden wir das tun. Und sollten wir keine weiteren Informationen bekommen, werden wir das so machen, wie ich das gesagt habe, dass wir die beiden anderen enterben. Und unserem Kind, wo wir gewiss sind, dass es unser Kind ist, die Erbschaft komplett geben. Unsere ältesten Tochter. So, wir kämpfen jetzt hier. Wir haben hier schlechtere Gunst, aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Diener und Meister, Ruprecht, der Sohn und Erbe von Herzogin Alberade, ist mir treu ergeben. Allerdings könnte ich mir der richtigen Strategie meine Übermacht sogar noch ausbauen. Vielleicht könnte ich Ruprecht verwenden, um meinen Einfluss auf Herzogin Alberade auszuweiten. Ruprecht, Krumperburg. Also Krumperburg, Maastricht. Ah, okay, das sind die beiden. Er ist der Erbe davon. Er ist uns treu ergeben. Ja, von der Meinung her sieht das nicht so aus. Ist verheiratet hier mit der Prinzessin Eustachie von Lothringen. Karlin Groningen. Hier.
Warte mal, das ist die Tochter von König Karloman von Lothringen? Interessant. Sehr interessant. Ja. Was könnten wir denn machen? So könnt ihr die Geheimnisse von Alberade enthüllen. Dann kriegen wir eventuell irgendein Geheimnis. Oder ein paar Gerüchte. Nee, Gerüchte machen wir nicht. Dann gucken wir mal, ob wir vielleicht Geheimnisse bekommen. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Lebenswandelweg. Das werden wir mal direkt nutzen. Wir machen mal hier im Dreck wühlen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Geheimnisse aufspüren. Fortschrittstempo plus 25%. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay. Ruprecht konnte kein belastendes Wissen über Herzogin Alberade finden. Nur gut, dass ich selbst welches vorbereitet hatte. Urplötzlich scheint es üble Gerüchte über Alberade zu geben und zufälligerweise habe ich sämtliche Belege für sie. Ah, okay, dann hätte sie das Geheimnis perverser. Oder wir erpressen sie direkt. Bringt uns das was? Eigentlich nicht so direkt, aber das können wir vielleicht nutzen irgendwie. Deswegen werden wir das mal direkt machen, sie erpressen. Haben wir ein starkes Druckmittel? Man könnte eine Heirat arrangieren. Vielleicht mit dem Kind von ihr. Mit einem von unseren, aber gut, ja, wenn wir unseren Plan da durchziehen, ist das eigentlich egal. Wir machen erstmal hier weiter. Oh, wir werden jetzt angegriffen von hier so 1200. Kommen wir hier weg? Ja, kommen wir. Wir könnten auch hier warten und angreifen lassen. Ich glaube, dann warten wir hier und lassen uns an. Okay, jetzt kommen hier zu viele drum. Das war schlecht. Das war schlecht. Kommen wir da weg? 12 Tage. Sehen wir, wann die da sind? 12 Tage. Überall 12 Tage. Ne, hier sind 10 Tage. Okay, da kommen wir auch weg. Und hier kommen wir auch theoretisch weg. Okay. Und hier hinten? Ne, da nicht. Okay. Bewegen wir uns mal darüber. Wir wollen jetzt nicht von denen angegriffen werden. Genau. Wir laufen denen mal hinterher. Die wissen ja anscheinend, wo es lang geht. Okay. Auch hier bringt uns überhaupt nichts. Wir hatten gerade eben auf jeden Fall noch mal was herausgefunden über irgendeine Hexe, aber das ist halt für uns komplett bedeutungslos, was da hinten ist. Ich dachte, wir würden vielleicht was wegen unseren Kindern beziehungsweise eventuell Kindern herausfinden. Okay, die kämpfen hier. Wir greifen aber da noch mal an. Okay, wir haben es gesagt, wir werden es jetzt durchziehen. Werden uns jetzt hier rächen. Und danach werden wir, wenn es möglich ist, hier unsere Kinder enterben. Die beiden, weil wir das nicht mit Gewissheit sagen können. Ich denke, das passt gut zu ihm. Zum einen hat er nicht so dieses reine Gewissen, wo er zu 100% sagen kann, ob die beiden jetzt seine Kinder sind. Man könnte sagen, sie wird wahrscheinlich auch ein von unseren Töchtern sein, denn unsere Schwester ist ja ebenfalls Albino. So, das könnte sein, dass wir da irgendwie eine genetische Veranlagung haben, dass das sich dann da ebenfalls so vererbt hat. Das könnte theoretisch sein, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie für den da irgendwie so einen Sinn ergibt oder beziehungsweise ob das für ihn jetzt irgendwie eine Sache ist, wo er sagt, okay, da gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Dadurch, dass er hinterlistig und gefühllos ist, ist auch eine Enterbung und so quasi so eine Verbannung von den beiden auch für ihn kein Problem. Auch wenn es vielleicht seine Kinder sind, er weiß es nicht. Selbst wenn es die eigenen Kinder wären, das spielt für ihn keine Rolle, weil der macht sich da überhaupt nichts draus. Genau. Dann machen wir das hier so. Der Meuchler agiert meisterhaft und Herzogin Seeburg von Elsass ist endlich tot. Zum Glück weiß niemand davon, dass ich an dem Verbrechen beteiligt war. Wie ich doch Überraschungsbesuche liebe. Ja, das heißt, sie wurde jetzt ermordet. Und hier kommen nochmal Tau. Oh, das sind Söldner, oder? Wir haben wieder mal Söldner jetzt hier
hier reingepackt. Das heißt, wir werden als erstes jetzt hier unseren Sohn Thomas enterben. Das heißt, er ist außerhalb unserer Erblinie, er kann nichts mehr erben. Und wir werden unsere zweite Tochter ebenfalls enterben, um uns da zu 100% sicher zu sein. Das heißt, sie ist jetzt die alleinige Erbin. Das bringt natürlich wieder diese Problematik mit sich, dass wir, wenn es doof läuft, keine Erben mehr haben. Das heißt, wir haben aktuell wieder nur drei Erben. Und zwar hier Hemma, unsere Tochter, Margarete, unsere Schwester und beste Freundin und unsere Nichte, also die Tochter von unserer Schwester. Das sind die einzigen, die jetzt da fein sind, wenn was die Erbschaft angeht. Sobald die erwachsen sind, werden wir für die Ehepartner suchen. Und die werden Material erfolgen, damit eben da das abgesichert ist. Die sind, wie gesagt, jetzt komplett da raus. Die können da nichts mehr erben. Wir haben auch noch unsere Tante, die erbberechtigt ist, aber ihre Kinder sind alle außerhalb der Dynastie. Von daher ist das ein bisschen problematisch. Das hier kann ganz schön übel werden. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Ja, wir haben keine Vormünder für die Kinder. Wir werden auch nicht mehr heiraten. Ich glaube, er geht jetzt so in den Modus, er zieht sich komplett zurück. Also so ein bisschen. Also, er wird immer mehr und mehr von der Welt verlassen, sagen wir es mal so. Wir brauchen trotzdem jemanden, der sich um sie kümmert. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Man könnte vielleicht argumentieren, dass man sagt, okay, weil er ja weiß, das ist seine Tochter, also kümmert er sich jetzt um sie. Aber ich glaube nicht. Haben wir vielleicht noch jemand, der uns da besonders wichtig ist, von der Meinung her? Nee. Der Richara nicht. Unsere Tante wüsste ich jetzt nicht, warum wir das tun sollten. Wir könnten unsere Mutter ma das machen lassen. Lassen wir das machen. In Ordnung. Lassen wir hier mal weiterlaufen. Das wird böse enden, würde ich sagen. Hängt davon ab. Ah, wobei. Könnte sich noch drehen. Ja, hat sich gedreht. Interessant. Und einer unserer Ritter hat sich hier verwundet. Ja, schade für ihn, aber unserem Herrscher interessiert das gar nichts. Wir haben auch hier keine Geheimnisse aufgespürt. Ah, diesmal haben wir gar keiner. Genau, okay. Das heißt, den können wir auch da wegschicken jetzt. Den können wir wieder an unseren Hof bringen. Der nächste Ritter, der sich verletzt hat, Gilbert. Oder eher Gilbert. Okay, wir haben diese Schlacht auch gewonnen. Gut. Wichtig. Mittlerweile bei 63. Okay, das heißt, wir werden jetzt erstmal hier ihn hier dazu bringen, wieder hier in Straßburg ein bisschen aufzupassen. Vielleicht finden wir da noch irgendwie ein bisschen was heraus. Aber ich denke, ansonsten ist das erstmal so in Ordnung. Lassen kurz hier nochmal ein bisschen weiterlaufen. Wir werden jetzt das hier mal belagern. 7 Monate. Unsere Verbündete? Westfranken sind jetzt dabei? Okay, interessant. Dann gibt es wahrscheinlich auch irgendwie. Es könnte auch sein, dass die Häuser sich gegenseitig reingerufen haben oder sonst was. Das kann man ja. Das ist ja auch nicht so das Problem. So, unsere Tochter ist mittlerweile 14. Das heißt, in 2 Jahren werden wir dann auch für sie dann einen Ehepartner suchen. Dann können wir uns das mal anschauen. Ah, okay, die machen jetzt hier auf jeden Fall die Truppen mal fertig. Das ist ganz nett. Spionage, Kannibalismus. Bei der Erfüllung seiner Pflichten als Ratschütze ist Graf Nikolaus auf ein Geheimnis gestoßen, das mein Höfling Richara hat. Unter allen widerlichen Dingen hat sie sich ausgerechnet Menschenfleisch ausgesucht, um ihren Hunger zu stillen. Könnte es etwas Ekelhafteres oder Kränkeres geben? Oh mein Gott. Oh je, wisst ihr noch, als wir da irgendwie was gegessen haben?
Sie hat das gekocht und da waren doch so schöne saftige Fleischbrocken mit Haaren dran. Oder mit Fell oder was weiß ich. Ja, okay, jetzt verstehe ich, was es mit diesem Event auf sich hat. Ich dachte, das wäre vielleicht sowas, wo sie uns irgendwie was ins Essen mischt, damit wir, ja, damit wir sterben. Aber wir haben Menschenfleisch gegessen. Ja, toll. Wunderbar. Ja, wir können sie erpressen, das machen wir. Und werden sie dann wahrscheinlich jetzt erstmal einkerkern. Ja, die anderen Untertanen sind uns da egal. Sie wird jetzt eingekerkert. Ja, schön. Also, was wir aktuell auch wieder so miterleben hier bei unserem Charakter, ist auch wieder, es ist typisch Crusader Kings. Man verflucht Crusader Kings dafür, aber man liebt es auch genauso vieles, weil es manchmal echt absurd und sehr verstörend ist. Nee, Hausarrest kommen die nicht, die bleiben einfach im Kerker. Okay. Hier brauchen wir noch 4 Monate. Diese Schlacht sollte eigentlich relativ viele Punkte bringen. Ja, 85. Vielleicht, wenn wir das erobert haben, ist schon der Krieg vorbei. War ja eigentlich kein Krieg von uns, sondern von unserem Lehnsherrn, aber es ging hier um eine Grafschaft, die uns eigentlich gehört. Deswegen haben wir ja da eingegriffen. Ich denke, das ist in Ordnung. Das ist ein bisschen was anderes als die anderen Sachen. Verborgenes Wissen. Im ganzen Reich ein Netzwerk von Spitzeln für König Gui zu unterhandeln, hat auch seine Vorteile. Oft entdecke ich dabei Dinge, nach denen ich nicht einmal gesucht habe. Zum Beispiel Beweise für das Geheimnis von Margarita. Okay, Margarita ist die Mutter von König Gui. Okay. Ah, okay. Sie hat jemanden ermordet. Sollten wir ihm das sagen oder wollen wir das für uns behalten? Wir sind hinterlistig, wir behalten das für uns. Das können wir für uns vielleicht nutzen. Deswegen werden wir sie erstmal erpressen. Kriegen ein starkes Druckmittel. Vielleicht können wir ihn dann auch beseitigen. Ja gut, dann hätten wir vielleicht hier die Beziehung nicht mit ihm verbessern sollen. Bei einer Erbschaft wäre hier übrigens wieder hier der Fall, dass sich das Reich aufteilen würde. Okay. Da oben ist auch nochmal eine Schlacht, also hier im Norden. So, das dürfte auch gleich vorbei sein. Jetzt gibt es einen nächsten Krieg. Warte mal, ist das jetzt ein westfränkischer, aquitanischer Anspruch auf Grafschaft Berry? Ah ne, er ist jetzt ihm quasi beigetreten. Okay, das ist uns egal. Das ist nichts, was uns irgendwie interessiert. Okay, hier könnten wir gegen unsere Tante irgendwas fingieren, aber das ist uns egal. Bringt uns auch jetzt nichts direkt. Okay, das haben wir belagert. Sehr schön. Wir warten, bis der Krieg vorbei ist. Und dann, genau. Sehr schön. Okay, erstmal die Truppen auflösen. Dürfen wieder nach Hause. Unser Ruhm ist weithin bekannt. Sehr schön. Wunderbar. Ja, auch unsere andere Tochter könnte noch einen Vormund bekommen. Aber eigentlich ist das uns egal. Ich glaube, da werden wir uns nicht drum kümmern. Weil wir nicht sicher sind, ob das unsere Kinder sind. Dürfen uns auch nicht leiden, ja, weil wir sie halt enterbt haben. Logischerweise. Okay, jetzt ist die Frage, okay, der hatte eh 100 Meinungen jetzt, weil wir ihm da geholfen haben. Aber nicht, weil wir ihn so mögen, sondern eher ein bisschen aus Eigennutz, um unser Reich zu erhalten. Das Mindeste von dem, was wir tun. Gut. Bevor wir weitermachen werden, bedanke ich mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschauen würdet. Falls euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr eine Bewertung und auch einen Kommentar dalassen würdet. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Krumpas, der Kartoffelritter.